Die Fuchsbande. Gemeinsam lösen Niklas, Nele, Till und Fritzi spannende Rätsel in Neukreiselstadt. Fall 47. Das gekaufte Geld. Es ist Trödelmarkt im Kindergarten. Plötzlich ist das ganze Geld verschwunden. Niemand weiß etwas. Nur, dass Frau Bär eine Spielzeugkasse an einen Mann verkauft hat, den sie noch nie gesehen hat. Wer ist dieser ältere Herr? Die Kindergärtnerin räumt den Gruppenraum auf. Frau Bär, wo ist die Kasse? Die Kasse? Die habe ich verkauft. Was? An wen? Das war so ein netter Mann, aber wer das war, den kenne ich nicht. Noch nie gesehen. Oh nein. Ach, das ging so schnell und dazu der Trubel im Garten. Ist das denn so wichtig? Es ist sogar sehr wichtig. In der Kasse ist unser Geld. Nein, die war auf jeden Fall leer. Kleingeld klappert doch. Das hätte ich doch bemerkt. Die konnte nicht klappern. Die war vollgestopft. Ach du Schreck. Oh. Frau Bär weiß nichts zu sagen. Einen Moment stehen alle still da. Und schließlich gehen Niklas, Nele und Till wieder hinaus. Die anderen Kinder werden jetzt abgeholt. Martin kommt auf die Fuchsbande zu. Er reicht ihnen einen kleinen metallenen Gegenstand. Schaut mal, ich habe etwas für euch. Ein Schlüssel? Mhm. Der ist von der Kasse, stimmt's? Richtig, der lag noch auf dem Verkaufstisch. Super, jetzt suchen wir einfach das Schloss zum Schlüssel. Und dann haben wir die Kasse. Niklas steckt den Schlüssel in eine seiner vielen Hosentaschen und verschließt sie mit einem Knopf. Nele schlägt das Fuchsbuch auf und blättert vor bis zur passenden Seite. Ich male unter das was einen Einkaufskorb mit Geld darin. Denn das ist der Fall vom gekauften Geld. Gekauftes Geld? Das ist ja lustig. Kann man Geld überhaupt kaufen? Klar, siehst du doch, ist ja vorhin passiert. Müssen wir da jetzt zur Polizei? Gute Idee. Und Frau Bär muss mit? Die läuft gerade an ihnen vorbei und hat den letzten Satz gehört. Besorgt bleibt sie stehen. Ich stehe doch nicht etwa unter Verdacht? Nein, aber du hast den Käufer gesehen. Du bist die einzige Zeugin. Ja. Martin, schaffst du das alleine hier? Ich bin die einzige Zeugin. Na klar. Zu viert gehen sie los. Als sie das Gartentor hinter sich schließen, stromert Fritzi von den Feldern heran. Sie begleitet die kleine Gruppe. Der Polizist Tom Pistol sitzt lächelnd hinter seinem Schreibtisch und winkt sie in sein Büro. So, so, die Fuchsbande. Hallo. Wie kann ich euch helfen? Hallo. Und guten Tag, Frau Bär. Entschuldige bitte. Guten Tag. Die Kinder erzählen, dass sie den Käufer der Spielzeugkasse finden müssen. Der muss das Geld zurückbringen. Ihm gehört es nicht. Wenn er es merkt, wird er das sicher tun. Ja, aber wann er es bemerkt, ist die Frage. Vielleicht nie. Aber ohne diesen Schlüssel geht die Kasse nicht auf. Niklas zieht den Schlüssel aus der Tasche und hält ihn hoch. Ein bisschen ist das wie bei Aschenputtel. Ja, stimmt. Die Prinzessin, die den Schuh anziehen kann, ist die richtige. Und hier, wo der Schlüssel passt, das ist die richtige Kasse. Ich schlage vor, wir malen ein Phantombild. Damit könnt ihr in der ganzen Stadt nach dem Käufer der Kasse suchen. Ein Phantombild? Ein Bild von dir? Wieso? Phantom. Das hat nichts mit Tom zu tun. Ein Phantombild ist ein Bild von jemandem, das so gezeichnet wird, wie ein Zeuge ihn oder sie beschreibt. Ich kann das malen. Bitte, ja? Normalerweise ist das mein Job, aber ich habe mich an der Hand gestoßen und die tut noch weh. Also, Nele, sehr gern.
Und setzt euch doch.